Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Ich bin Hannes de Kuck und heute kochen wir eine Käselauchsuppe. So, das ist unser Topf. Was kommt alles in unseren Topf? Champignons, ungefähr 6 Stück. Frühlingszwiebeln, Crème fraîche, ein so ein Becher, 200 Gramm. Das Wichtigste natürlich, Sahne, Schmelzkäse, 200 Gramm. Wir packen noch eine Handvoll Radieschen dazu, geben ein tolles Aroma in so einer Suppe. Unsere Zutaten für Gewürze: Zwiebelgranulat, schwarzer Pfeffer, Meersalz und Kümmel. Zu guter Letzt kommen noch unser Hackfleisch und unsere Brühe. Etwa 500 Milliliter. Mit dabei noch 2 Kartoffeln, so, kleinere, und eine rote Zwiebel. Und wir wollen das mit dem Schneiden, Schälen, Schnibbeln, alles überspringen. Alles wie ganz klein komprimiert, so klein wie es geht, klein gewürfelt, damit es halt wie in eine Suppe nachher ist und keine großen Stückchen drin sind. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr es schneiden sollt, dann empfehle ich euch unser Schnitttechniken-Video. Das ist auch jetzt mittlerweile auf unserem Blog unter der Kategorie Self-Made. Einfach mal anschauen, da wird alles erklärt, wie ich alles zubereite. Und bis dahin, ich fange jetzt an. So, wir haben unseren Topf heiß werden lassen. Jetzt kommt unser Öl. Machen wir als erstes unsere Zwiebeln. Jetzt kommt unser Hackfleisch. Ich habe das schon ein bisschen gelöst mit der Hand, damit das nicht so viele dicke Klumpen nachher bildet hier drin. Ein, zwei Minuten braten lassen und dann kommen die nächsten Zutaten. Jetzt kommen unsere Champignons. Die verlieren viel Wasser. Unsere Frühlingszwiebel. Jetzt kommen die Kartoffeln. Die Radieschen. Jetzt kommt unser Schmelzkäse. So, jetzt verrühren wir den, dass er erstmal hier ordentlich schmilzt. Unser Crème fraîche. Pure Sünde, dieses Essen. Aber geil. Gewürze mache ich nach Augenmaß. Ich würde sagen, so ein mehr als ein Teelöffel Kümmel, Zwiebelgranulat. Auch so einen halben Teelöffel. 2 ordentliche Schüssel Pfeffer. Ja, so einen halben Esslöffel voll Salz. Und ordentlich durchspülen. Richtig gut kommt auch Muskat. Haben wir leider jetzt nicht zur Verfügung. Aber ist auch nicht so schlimm. Jetzt kommt unsere Brühe. Haben wir noch mehr Platz, machen wir nochmal einen Schuss Wasser dazu. Jetzt lassen wir das einfach nochmal. Ja, so 20 Minuten müssen wir es kochen lassen, auf jeden Fall. Alleine wegen den Kartoffeln, weil die ja noch bissfest sind, also beziehungsweise noch gar nicht gegart sind. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Radieschen, Champignons, sind alles so extra Zutaten, die wir reinpacken, weil wir darauf stehen. Ihr müsst das nicht reinpacken. Die Standardsachen sind eigentlich Schmelzkäse und Hackfleisch, Lauch. Das war's eigentlich. Mehr kommt eigentlich nicht in dieses Gericht rein. Wir haben halt noch ein paar Zutaten dazugepackt, wie Kartoffeln zum Beispiel, damit noch ein bisschen was Bissfestes noch da drin ist. Und ja, euer Koch. Ja, wir essen gleich unsere Suppe. Und die Suppe wird nicht einfach nur so mit Suppe gegessen, sondern mit Baguette. Einfach in schmale Streifen schneiden. Schmeckt super. Ich habe so eine Art Ciabatta genommen. Ist für mich so das leckerste Baguette, was es so mitgibt. Unsere Suppe ist fertig. Ich habe jetzt hier unseren Teller. Nehme ich hier meine Kelle. Könnt ihr jetzt nicht sehen. Kommt hier zur Deko, Petersilie,
und ein bisschen Lauch. Jeweils zwischendurch Baguette noch. Und fertig ist unser Essen. Guten Appetit!